Wie schnell kann das passieren, dass man sich als Sklave der Angst fühlt? Angegriffen, eingezwängt, wo man spürt, das sind Anfechtungen, das ist etwas da in meinem Leben, was eigentlich nicht hingehört, wo man nicht die Freiheit hat, sich zu entfalten und das zu tun, was der Auftrag ist. Deswegen Thema heute Morgen: den Aufbruch wagen, den Sieg erringen. Den Sieg erringen. Vielleicht, wenn die neue Arbeitsstelle sich als schwieriger erweist als gedacht. Ich denke an Frau M., die eine neue Stelle an einer Universität annahm und sie steht da, als wäre sie doof. Sie fühlt sich ganz schlecht und doch mit der Zeit, sie betet, sie bleibt dran und mit der Zeit spürt sie, hier bin ich am richtigen Platz. Dranbleiben. Den Sieg erringen, wenn plötzlich eine abschätzige Bemerkung eines Bekannten fällt gegen den Glauben und einige Argumente dazukommen und der Senior spürt, das trifft mich im Innersten, weil das genau auch die Fragen sind, die mich schon selbst lange umtreiben. Und seine Beziehung zu Gott fängt an zu wanken. Er spricht mit anderen drüber. Er liest nochmal eine Bibelstelle nach, die ihm wichtig geworden war. Und auf einmal wird er wieder ruhig und fest den Sieg erringen. Wenn es mal wieder passiert ist, der Vater wollte eigentlich die kleine Tochter nicht mehr so anschreien, doch es ist dann wieder passiert. Die Nerven gingen durch. Gut, es ist wieder dran, sich zu entschuldigen, Verzeihung zu bitten, weiter zu üben, in den entscheidenden, schwierigen Augenblicken dann doch wirklich die Geduld Gottes zu erbitten und anders zu halten, handeln. Den Sieg erringen. Vielleicht auch, wenn die Gemeinde Widerstände erlebt. Jetzt gerade da, wo wir aufbrechen wollen, wo wir Menschen neu erreichen wollen, mit dem Evangelium hineinwirken wollen in die Gesellschaft. Und plötzlich tun sich Widerstände und Schwierigkeiten auf. Dann geistlich zu reagieren und zu sagen: Herr, wie kann es dann gelingen, von dir her zu handeln? Frage: Wo wünschst du dir den Sieg? Wo wünschst du dir, sodass Gott Bahn bricht, dass es zum Durchbruch kommt? Wo wünschst du dir diese Souveränität, diese Freiheit des Glaubens? Der Text heute wird es zeigen, wie wir damit umgehen können, wenn wir in solchen Situationen drinstecken, wo wir uns angegriffen fühlen, vielleicht auch werden. Denn das Volk Israel hat das auch erlebt. Sie waren aufgebrochen aus der Unterdrückung in Ägypten und dachten, jetzt wird's gut und können befreit leben. Dann kamen schon die ersten Wüstenerfahrungen und die Schwierigkeiten, aber Gott hatte sie versorgt, auch an einer Wasserquelle. Er hatte es aufbrechen lassen, dass Wasser aus dem Felsen kommt und man spürte, ja, Gott ist da. Und doch kamen die Zweifel wieder. In dem Kapitel vorher, was wir lesen, da heißt es zum Schluss, diese Frage: Ja, ist Gott wirklich mit uns? In den zaghaften Aufbruch kommt dann noch hinzu ein unerwarteter Angriff. Aber wie besteht Israel diesen Angriff? Wie erringen sie den Sieg? Eine spannende Geschichte. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. 2. Mose 17, ab Vers 9 folgende heißt es. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und ich schiebe jetzt einen Vers ein, der ist später dann quasi darüber geschrieben worden als Rückblick. Den füge ich hier ein, weil er eine kleine nähere Erläuterung bringt. Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als sie aus Ägypten zogen, wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie sie Gott nicht fürchteten. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporreckte, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schärfe.
Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an des Herrn Feldzeichen. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Generation zu Generation. Wie kann der Sieg gelingen? Einige Hinweise. Der erste Gedanke: Den Sieg erringen, wenn wir am schwächsten Punkt angegriffen werden. Es waren die Amalekiter, die angriffen. Die stammten von Esau her ab. Und die hatten auch etwas von dieser Art von dem Esau. Etwas Wildes, Unbeherrschtes, Kriegerisches, ein kriegerisches Beduinenvolk. Und Amalek steht stellvertretend für zügellos und lustorientiert. Ebenso wie es auch Esau damals war. Manchmal kann das in einem selber schlummern, dieses Zügellose, wo man sich nicht im Griff hat. Amalek steht stellvertretend, der andere holt sich einfach, was er braucht und setzt und unter Druck, vielleicht sogar wird gewalttätig. Der Kampf von außen. Amalek steht auch stellvertretend für alles, was sich von Gott gelöst hat und was gegen Gott opponiert. Sie fürchteten Gott nicht, heißt es hier im Text. Es sind die Mächte auch des Bösen. Und der Petrus, der weiß sehr gut, um was es sich handelt. Denn der schreibt später auch mal aus eigener Erfahrung: Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe schleicht er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Also der Petrus kennt das, wo auf einmal das Herz mitgenommen wird oder beschossen wird und plötzlich sind die Angriffe in der Familie, im Berufsleben oder alles kommt auf einmal. Mein Eindruck hat, ich komme da nicht mehr mit zurecht. Das ist der Moment, wo wir fest im Glauben widerstehen, zu sagen, Gott ist hier, Gott ist auf unserer Seite, Gott ist größer. Ich fand die Einleitung so toll, Christine, die du gemacht hast. Dieses Gott ist größer, auch als die Wellen, die auf uns zukommen. Und Jesus ist es ja nicht anders gegangen. Auch auf ihn kamen mehr und mehr Wellen und Hindernisse und Schwierigkeiten hinzu. Er wurde in seinem Leben bedroht. Sie wollten ihn sogar einmal von der Klippe stürzen. Doch heißt es dann im nächsten Vers: Und er ging durch sie mitten hindurch. In diesem Augenblick war die bewahrende Hand Gottes und schaffte Freiraum, schaffte einen Korridor, einen rettenden Korridor, wo er hindurch konnte. Das Wirken Gottes. Wir werden am schwächsten Punkt angegriffen. Und da gerade zu glauben, da kann Gott auch den Sieg erringen. Selbst wenn es so ist wie hier bei den Amalekitern. Die schwächsten Punkte haben sie ausgesucht, wie es hier heißt. Es war nach einem Höhepunkt. Wasser war vorher aus dem Felsen gekommen. Sie hatten die Wunder Gottes erlebt. Und im nächsten Augenblick kamen die Amalekiter. Manchmal ist das auch so. Hat man gerade Wunder Gottes erlebt und dachte, wow, jetzt habe ich es aber. Und auf einmal spürt man, sind Zweifel und Schwierigkeiten und Anfechtungen da. Der Teufel nützt das aus. Aber zu sagen, gerade da können wir auch den nächsten Sieg erringen, so wie Israel, wo Gott geholfen hat. Und auch die Schwierigkeit, wenn man in labiler Lage angegriffen wird. Unterwegs heißt es hier. Sie waren unterwegs, das heißt nicht gesichert wo sie gelagert hätten, wo sie sich hätten besser schützen können, sondern in dem Augenblick, wo sie unterwegs waren, wurden sie angegriffen. Und das gibt Momente, wo wir auch unterwegs sind, wo wir irgendwie nicht so gefestigt sind innerlich. Entweder das Selbstbewusstsein nicht so fest ist oder wo man gerade schon einen Misserfolg hinter sich hatte, wo man irgendwie seelisch labil ist. Und da wird man angegriffen. Und dann doch zu sagen, es gibt einen Weg wie hier, der zum Sieg führt. Es gibt das überwindende Gebet. Es gibt einen Kampf, der dazu führt, dass wir spüren, Gott durchbricht auch die Mauer und er ist unser Schutzschild. Oder hier heißt es auch, dass die Nachzügler angegriffen wurden. Man könnte vielleicht auch sagen, diejenigen, die unentschlossen waren, die nicht so schnell mitkonnten. Manchmal gibt es auch in der Familie oder manchmal in der Gesellschaft oder auch in der Gemeinde Nachzügler, die ein bisschen abgehängt haben, vielleicht auch durch die Corona-Zeit, die nicht mehr so dran sind, die irgendwo nicht so mitkonnten, die Sorgen, die Ängste hatten, die besondere Belastungen auch in dieser Zeit hatten.
Und da versucht der Teufel besonders sie abzudrängen von diesem Weg des Glaubens. Und dann zu sagen, nein, das muss aber nicht so sein. Da können andere sein, eine Gemeinde, die hilft, die da eintritt, die oben auf dem Berg steht und die alle im Blick hat und die sagt, Herr, wir beten auch für diejenigen, die jetzt unten im Tal sind, die zu kämpfen haben, für die es schwierig ist, wieder dran teilzunehmen und die wenig Gemeinschaft mit anderen haben. Wo ist dein schwächster Punkt? Wo spürst du, ich brauche so diese Hilfe Gottes, weil der Teufel immer den roten Button drückt. Da, wo wir am schwächsten sind, da versucht er immer anzugreifen. Das ist bei jedem was anderes. Meistens kennt man schon seine schwachen Punkte, die schwachen Stunden, die schwachen Momente oder gerade der Charakterzug und der andere geht darauf ein und drückt da drauf. Oft wissen das unsere Teenager am besten bei den Eltern, wo sie mal kräftig draufdrücken müssen, damit die Eltern dann in Rage kommen. Aber dann zu sagen, ich habe hier einen, der für mich eintritt. Ich darf und ich soll kämpfen. Damit sind wir beim nächsten Punkt. Den Sieg erringen, kämpfe mit deinen Möglichkeiten. Eigentlich hatte Israel doch keine Chance. Sie waren 400 Jahre unterdrückt worden in Ägypten. Jetzt waren sie gerade durch die Wüste gezogen. Sie waren völlig unterlegen, militärisch, also keine Chance. Und da ist es Gott, der doch sie ermutigt. Und der Mose sagt, kämpfe mit den Leuten, die du hast. Tritt ein, probier dein Möglichstes, Josua. Probier in dieser Situation das, was dir möglich ist. Und das ist auch manchmal gut, dass wir das tun, was uns möglich ist. Nicht irgendwas, was vielleicht andere könnten an Netzwerk, an Beziehungen, an Möglichkeiten oder an geistlichen Ressourcen, sondern das, was Gott uns anvertraut hat. Hier heißt es, kämpf. Nicht mit äußerlicher Gewalt. Wir wissen das. Als Christen kämpfen wir nicht mit dem Schwert oder mit sonst irgendwelchen anderen gewalttätigen Mitteln. Jesus sagt, steck dein Schwert wieder ein, Petrus. Hau nicht drauf. Der wollte ja gerade loslegen, der wollte kämpfen. Und sagt Jesus, nein. Aber wir haben andere Waffen. So heißt es dann in 2. Korinther 10, Vers 3. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Das Denken, wie oft verselbstständigt sich das? Auf einmal geht das im Kreis rum und man kommt nicht mehr von den negativen Mustern los. Und dann zu sagen, auch diese negativen Muster, wir unterstellen die jetzt der Herrschaft Gottes und seinem Wirken. Wir wollen uns nicht von unserem eigenen Denken, negativen Denken gefangen nehmen lassen. So heißt es hier, wir nehmen das Denken unter den Gehorsam Christi. Ja, es kann Anfechtungen und Schwachpunkte geben, auf denen der Teufel herumhackt und auch immer wieder. Und doch heißt kämpfen, nicht aufgeben. Vielleicht sogar wieder um Vergebung zu bitten, aber doch dranbleiben. Den Sieg erringen, Mitarbeitern wichtige Aufgaben anvertrauen. Das ist der Josua. Der wird hier zum ersten Mal erwähnt und doch bekommt er eine wichtige Aufgabe. Er wächst an dieser Aufgabe. Später wird er ja sogar zum Nachfolger von Mose, weil er an diesen Aufgaben, die Mose ihm immer wieder gegeben hat, gewachsen ist. Und so ist wichtig, dass wir Aufgaben teilen, Aufgaben vergeben, dass Menschen darin wachsen, dass junge Menschen wachsen. Ich finde es klasse, dass sie gerade in der Technik arbeiten oder in anderen Bereichen, im Kindergottesdienstbereich, in vielen Bereichen, wo unsere jungen Leute mitarbeiten und daran wachsen an ihren Aufgaben und dann später als FSJler in den Tschad gehen oder sonst irgendwo ins Ausland gehen und sie wachsen daran. Teilen wir Aufgaben und trauen es etwas den anderen Mitarbeitern zu. Der jungen Generation trauen wir etwas zu. Vielleicht auch den eigenen Kindern mehr zuzutrauen. Manchmal ist es von außen leichter, das zu sehen, was die Teenager oder so können, als die eigenen Eltern, weil sie von klein auf kennen. Aber den Kindern etwas zuzutrauen, was sie können. Mose zeigt uns später, wie man Mitarbeiter in der Entwicklung ermutigt und wertschätzt. Josua hieß eigentlich anders, Hoschea, der Sohn Nuns. Aber in 4. Mose 13 wird erwähnt, wie der Mose dem
Hoschea einen neuen Namen gibt. Und er sagt, du sollst jetzt Josua heißen, und das heißt übersetzt, Gott rettet. Er zeigt ihm, was Gott, wie Gott in seinem Leben tätig ist, wie Gott durch ihn hindurch gewirkt hat und auch weiter wirken möchte. In dem Sinne, jemanden mit anderen sehen, mit den Augen Gottes den anderen sehen und ihm etwas zutrauen. Und so wird dieser Josua auch als Hinweis auf Christus. Das ist im Hebräischen der gleiche Name wie Josua und Jesus. Den Sieg erringen, dadurch, dass wir andere beteiligen. Wo sind Menschen, die du beteiligen kannst, die du teilhaben lassen kannst, auch an deinen Aufgaben? Den Sieg erringen, weil Gott Gebet erhört. Man könnte ja fragen, war die Arbeitsaufteilung denn richtig? Mose, der erfahrene Mann, der geht auf den Berg und betet, und unten im Tal, da soll der Josua kämpfen. Hätte es nicht genau umgekehrt sein können? Da beten kann doch jeder. Mose, du musst doch kämpfen. Aber nein, der Mose merkt, die Priorität soll anders sein. Und er nimmt die Zeit, sich zum Gebet dort oben, und vertraut den anderen Kampf dem Josua an. Beten hat enorme Priorität. Ein Kapitel später lesen wir das dann, wie das nochmal unterstrichen wird. Als nämlich der Mose merkt, er hat so viel Arbeit, dann kommt der Schwiegervater und sieht das und empfiehlt ihm und sagt, du mach das anders. Gib die Verwaltungsarbeit und andere Leitungsarbeiten aus der Hand und nimm dir Zeit, das Volk bei Gott zu vertreten und von Gott her Weisung an das Volk zu geben. Also eine hohe Priorität des Gebets. Wie kann das bei uns aussehen? Vielleicht als Ehepaar zu sagen, wir geben dem Gebet Priorität. Dadurch kann vieles in unserem Leben gelingen. Wir können Einfluss nehmen auf unsere Nachbarschaft. Wir können Einfluss nehmen auf unsere Beziehung, auf die Verwandtschaft. Wir können Einfluss nehmen bis hin in diese Welt, in diese Weltgeschichte. Wir können Teil werden seiner Geschichte, der Geschichte Gottes, indem wir beten, zum Beispiel jetzt auch gerade für die Ukraine. Heute Morgen war auch eine Familie da, die jemand hier auch mit aufgenommen hat schon. Und wir brauchen das, dieses Gebet für diese Familien, die jetzt auch als Flüchtlinge hier rüberkommen. Wir können Einfluss nehmen, so auch gar auf Regierungen, denn das heißt, Gott lenkt den Königen das Herz, den Regierenden das Herz. Wir können durch Gebet Menschen, auch Regierende, mit beeinflussen. Leiter geben dem Gebet Priorität. Wo trägst du Verantwortung und wo kannst du vielleicht mehr dem Gebet Priorität einräumen? Verantwortung im Hauskreis, Verantwortung in der Gemeindeleitung. Deswegen nehmen wir uns immer wieder mal einen Klausurtag, um auch Zeit haben, noch mehr zu beten. Und wo siehst du Menschen vielleicht unten im Tal kämpfen, die mit dem Leben kämpfen, die keinen Lebensmut haben, vielleicht die schwierig sind, die sogar unangenehm sind. Das sind vielleicht so Signale dafür, dass es dran ist, diese Menschen im Gebet zu unterstützen. Nächsten Punkt überspringen wir. Den Sieg erringen, eine Erinnerungskultur prägen. Vers 14 bis 16. Josua besiegte Amalek, weil Gott das Gebet erhörte und bestätigte. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt ist doch alles erledigt. Der Kampf im Tal ist geführt und oben im Gebet auch. Jetzt sind alle glücklich und können ihren Weg weitergehen. Aber da baut Gott etwas noch Wichtiges ein. Er ruft dazu auf, eine Erinnerungskultur zu prägen. Erinnerungskultur zielt auf eine positive Identitätsstiftung, wer wir sind, auch als Volk Gottes, als Christen. Erinnerungskultur schafft ein kollektives Gedächtnis. Was haben wir für Erfahrungen miteinander mit Gott gemacht? Es aufzuschreiben, es festzuhalten. Schreibe es ein Buch, so heißt es damals, und präge es Josua ein. Josua sollte das mitnehmen, soll als Geschichte Gottes in ihrem Leben, wie Gott auch den Feind, letztlich den Bösen, überwindet und wie Gott den Sieg schenkt, den Durchbruch. Halten wir das fest, vielleicht ganz persönlich. Ich habe immer so ein Jahresbuch, wo ich das reintippe im Computer. Wo habe ich besondere Erfahrungen mit Gott gemacht?
Und das ist klasse, dann nochmal am Jahresende darauf zurückgreifen, dann nochmal zu lesen. Vieles vergisst man. Deswegen Erinnerungskultur, die macht uns stark, auch für die nächsten Kämpfe. Mein Vater war auch Flüchtling. Er floh aus dem Osten. Er floh im Krieg als kleiner 8-jähriger Junge. Er hat Tote gesehen. Er hat traumatische Erfahrungen gemacht. Er floh auch vor Russen, die angriffen und es passierte schwierige Dinge. Bei ihm kommt jetzt auch so manches wieder hoch. Aber Gott sei Dank hat er so vor 15 Jahren es nochmal bearbeitet. Und er hat ein Buch geschrieben und uns das als Kindern und Enkeln dann vermacht, nämlich was er erlebt hat. Er hat es genannt Schicksalsschläge, Segenswege. Wie diese Schicksalsschläge, die er erlebt hat in den ersten 40 Jahren insgesamt seines Lebens, was er da so erlebt hat, wie Gott daraus Segenswege gemacht hat. Vielleicht kann der eine oder andere hier auch ein Buch schreiben oder einiges aufschreiben. Eine Erinnerung, wie hat Gott auch in meinem Leben Schicksalsschläge zu Segenswegen werden lassen. Eine Erinnerungskultur prägen. Schreib es auf in ein Buch. Und Josua baute einen Altar. Auch wieder Erinnerungskultur, etwas Sichtbares zu sagen, hier haben wir Gott erfahren, um Gott zu ehren, aber auch um das festzuhalten an diesem Altar, ja, Gott ist derjenige, der uns begleitet hat. Solche Zeichen, die wir aufrichten, stell ein Zeichen auf. Das Kreuz ist so ein Zeichen, was uns immer wieder Mut gibt, dass er der Sieger ist, der Auferstandene, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Und er gibt ihm einen Namen, der Herr, mein Feldzeichen. Ich segle unter der Flagge Gottes, unter seiner Bevollmächtigung, unter seiner Begleitung, unter seinem Schutz. Nehmen wir solche Zeichen, vielleicht ist es ein Bild, vielleicht ist es ein Gegenstand, auch aus der Natur oder irgendetwas, was uns anspricht, was uns daran erinnert oder eine Kerze oder eine, ich habe auch verschiedene Tassen mit verschiedenen Sprüchen, die mich an bestimmte Ereignisse erinnern. Zeichen, die festhalten, was haben wir mit Gott erlebt. Das setzt Erinnerungskraft frei im Blick auf die Vergangenheit. Es ist bewahrende Kraft in Bezug auf die Gegenwart. Wir werden auch erinnert, dass wir jetzt bereit sind, auch zu kämpfen. Es ist motivierende Kraft und Erinnerungskraft für die Zukunft. Gott wird den Sieg vollenden, so wie es auf den letzten Seiten der Bibel steht. Zum Abschluss, wo sind so unsere Kämpfe, die in dieser Woche vielleicht auf uns, auf euch warten, und sagen, oh, da ahne ich schon, das wird schwierig oder da bin ich verletzt, da bin ich wund, da darf möglichst keiner mehr drauf tippen. Ich möchte Mut machen von diesem Text her, andere einzubeziehen, mitbeten zu lassen und zu glauben, dass Gott selber den Sieg erringt, zu glauben, dass Gott den Durchbruch schenkt. In dem Sinne, gemeinsam einen Weg zu gehen, vertraut das einem anderen an, der mit auf dem Berg betet oder vielleicht mit euch unten kämpft, mit dem ihr zusammen kämpfen könnt. Ich bete. Und so bitten wir dich darum, dass du all denen hilfst, die gerade mächtig durchhängen, die keine Kraft mehr haben, die Zweifel haben und Schwierigkeiten im Glaubensleben, vielleicht aber auch in anderen Bereichen des Lebens, in der Erziehung, oder körperlich gesehen, deren Gesundheit angegriffen sind, die Long-Covid-Symptome haben und da nicht rauskommen, die Hoffnung verloren haben oder in irgendeiner Weise unter Druck sind. Wir bitten dich um deine Hilfe. Wir wollen mit einstehen für sie. Öffne uns den Blick. Wo können wir für andere beten? Und wir bitten dich, dass wir daran glauben, dass du den Sieg am Kreuz und am errungen hast und dass du der auferstandene Herr bist, dass du auch uns helfen wirst, dass wir am Ende Zeichen des Sieges mitnehmen dürfen. Amen.